Melanie Walter aus Ulm und Christian Kerkhoff aus Ravensburg haben es geschafft. Sie stehen derzeit in Stuttgart beim Musical Rebecca auf der Bühne. Also ich spiele im Ensemble, das heißt alle diese großen Massenszenen, wo man viele Leute braucht, wo man Choreografien auch tanzt, wo der Chor singt. Ich bin ein sogenannter Swing. Ich erkläre das immer als die Ersatzbank, falls jemand mal im Urlaub ist oder krank ist. Über 30 verschiedene Rollen muss Christian beherrschen. Zum Teil erfährt er erst am Tag selbst, was er zu spielen hat. Nachdem er und Melanie sich in die Anwesenheitsliste eingetragen haben, schaut Christian nach, wen er heute Abend darstellt. Danach geht es für beide in die Maske. Doch mit einmal fertig machen ist es für Melanie an diesem Abend nicht getan. Ich habe 4 Perücken. 4 mit Fische. Genau, also 4 und die wechseln sich rege ab. Also ich glaube, wir haben gut 10 Umzüge oder mehr. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also zwischen 10 und 14 Umzüge sind es über den Abend. Außer montags wird Rebecca täglich, samstags und sonntags sogar 2-mal am Tag gespielt. Das etwas andere Musical hat für Melanie einen ganz besonderen Charme. Jetzt haben sie sich natürlich auch eine Thematik angenommen, die sehr untypisch ist für ein Musical. Ein Krimi, Psychokrimi. Und fand ich natürlich auch sehr interessant, ist man auch eine Storyline, die man so jetzt nicht kennt als Musical. Viele Leute vielleicht auch die Geschichte nicht kennen. Und die Art, wie es erzählt wird, man ist wirklich spannend bis zur letzten Minute. Es ist wirklich wie ein Film fast. Ja. Die Haare sitzen inzwischen. Weiter geht's zur nächsten Station. So, ist nicht besonders schick, aber sinnvoll. So, jeder von uns hat so entweder einen Morgenmantel oder eben irgendwie so einen Ganzkörperanzug an, der schnell an- und auszuziehen ist, damit wir halt vor der Geschichte, bevor wir anfangen, nicht im Kostüm in die Kantine gehen müssen oder eben beim Schminken nichts aufs Kostüm kommt, und das ist meiner. Wir folgen Melanie in die Blackbox hinter die Bühne. Hier treffen wir auch Christian wieder. Für ihn ist bei Rebecca nichts Routine. Ist vieles, aber kein Alltag, weil man, wie gesagt, immer auf der Hut sein muss, bin ich wirklich der, oder mir geht es oft, ich stehe auf der Seitenbühne und denke so, okay, ich bin der läuft in die andere Richtung. Also man muss doch sich sehr konzentrieren. Trotz der Herausforderungen bei Rebecca haben beide Darsteller auch Traumrollen. Was man sich natürlich als Künstler immer wünscht, dass man größere Rollen spielt, wo man sich mehr einbringen kann. So ein Ensemble-Track hat so seinen Rahmen, in dem muss man auch bleiben. Das ist ganz wichtig. Man darf sich da nicht den Fokus ziehen. Das ist eine andere Art von Herausforderung als eine Hauptrolle. Eine Hauptrolle ist natürlich was sich jeder Sänger irgendwie für sein Ego mal wünscht. Ich würde sehr gerne mal den D'Artagnan in 3 Musketiere spielen. Oder auch den Galileo in We Will Rock You. Aber ob das jemals passiert, weiß man nicht. Ich würde mich freuen, aber wenn nicht, bin ich auch nicht traurig, weil es gibt sehr viele andere schöne Rollen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Momentan aber freuen sich die zwei über ihr Engagement bei Rebecca, wo sie die beiden derzeit live erleben können. Wir sehen uns in Stuttgart. Bei Mendeley. Rebecca.